So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht ist die Ingrid. Und Ingrid ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Hallo Ingrid. Um was geht's bei dir? Ja, ich frage mich, wie Männer ticken. Ich blick dich ganz durch. Ja. Und du meinst, ich könnte dir so ein bisschen helfen dabei? Genau. Und zwar geht es darum, ich bin seit 7 Jahren verwitwet, war 30 Jahre lang verheiratet mit einem Mann. Wie viele Jahre? 30. 30 Jahre? Ja, ja. Mit einem Mann, genau. Hab aber dann vor 1,5 Jahren oder 1 Jahr meine Jugendliebe wieder getroffen. Und das war wie im Kitschroman. Wir haben beide unsere Reifen wechseln lassen und waren beide in der Werkstatt gestanden. Ach. So, und jetzt ist es so, er hat eine Dame im Hintergrund. Sag mal, das war Zufall, dass ihr euch bei dem Reifendienst getroffen habt? Ja, war vollkommener Zufall. Und hat sie wie viele Jahre euch nicht gesehen? Über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Und der wohnte auch in der Nähe von dir? Ganz genau. Und ihr habt euch dennoch nicht gesehen? Nein. Über 30 Jahre. Genau. Und habt euch dann aber während des Reifenwechsels direkt erkannt? Ja. Ja. Na, das war aber ein großes Hallo, was? Ja, und dann hat jeder geschaut, das bist doch du und das bist doch du und bla 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 und so weiter. Was ist denn damals gelaufen zwischen euch beiden vor vielen, vielen, vielen Jahren? Da war es halt ein Flirt. Nur ein Flirt? Ja, es war nur ein Flirt. Also keine leichte, kurze Beziehung, das nicht? Nein, nein, nein. Flirt und Liebelei und sonst was. Ein bisschen Knutscherei auch schon? Genau, ja. Aber mehr nicht? Mehr nicht, nein. Mehr nicht. Und dann stehen wir alle zwei voreinander und mir klopft das Herz damals. Das glaube ich. Mit 55. Ja, das kann auch. Das muss ich vorstellen. Ich kam mir vor, wie wenn ich 16 wäre. Ja, das kann passieren. Ja. Das ist dann ja auch noch kein Alter, 55. Und das ist mir aber unverständlich, dass ich so reagiere. Du hattest das Kapitel schon abgeschlossen, Männer und Liebe? Ja, doch. Sollte man nie tun. Und dann steht der Mann vor mir. So, was ist jetzt mit dem Knaben? Und jetzt ist es aber so, er hat noch eine Dame im Hintergrund. Was heißt das? Ist er verheiratet? Nein, der ist geschieden seit 14 Jahren, aber hat eine lockere Beziehung. Ah ja. Und es ist so, und ich bin halt etwas mollig mit Größe 42 oder 44. Und die Dame ist halt sehr groß und sehr schlank, mit langen Beinen. Ja. So ein Claudia Schiffer Modell. Und das entspricht ihm eben. Entspricht ihm eher als deine Figur. Aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, muss ich gestehen, weil er geht gern mit mir ins Bett. Ach so, also soweit ist es schon gediehen, dass ihr nah miteinander umgeht. Ja. Wie lange geht ihr jetzt schon in die Kiste miteinander? Na, ein Jahr so. Ein Jahr? Du würdest sagen, das ist so eine, ja, so eine Liebesaffäre schon? Aber mehr sexuell orientiert? Oder ja, wie würdest du von deinem Herzen aus? Das heißt, du bist richtig verliebt? Ja, und das macht mich kaputt. Weil du richtig verliebt bist und für ihn ist es vielleicht eher eine Sexgeschichte? Ja. Weil er lässt es hier jetzt gut gehen. Er hat Ingrid und die andere auch noch. Ja. Und lässt sich von zwei Frauen bedienen quasi. So ungefähr. Aber wie kämpft man um einen Mann? Tja. Mit welchen Mitteln? In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Die Frage habe ich mir auch schon aufgestellt. Ja. Ja, das ist aber nur wirklich schwierig. Wie nah ist denn die Beziehung zu dieser anderen Frau? Also so viel ich mitgekriegt habe, ist er sehr offen zu mir. Er spricht, ich komme an die Fassung, ich bin seine Vertrauensperson. Er spricht über seine Ex-Frau, über seine Kinder. Er spricht über diese Dame. Und diese Beziehung bröckelt. Bitte? Und die Beziehung? Bröckelt. Ich habe nicht verstanden. Also die bröckelt, die zerbröselt. Ach, die bröckelt, ach so. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Klingt ja nicht schlecht für dich. Ja, aber... Wie lange ist er mit dieser Frau schon verbandelt? 3 Jahre ungefähr. Ja. Und warum bröckelt die? Sie kritisiert sehr viel an ihm rum und was ich halt nicht mache. Ich lasse ihn halt einfach so, wie er ist. Ja, was ihm natürlich gefällt. Ja, was ich auch akzeptabel finde. Ja. Wie oft seht ihr euch zum Beispiel so in der Woche? Ja, das ist die Schwierigkeit. Das ist die große Schwierigkeit. Manchmal sehen wir uns alle 14 Tage und manchmal alle 6 Wochen. Oh.
Ja. Obwohl er bei dir in der Umgebung, in der Stadt wohnt. Genau. Er wohnt aber nicht mit dieser anderen Frau zusammen. Nein, er hat eine eigene Wohnung und er hat aber noch ein Haus in einem kleinen Dorf und da renoviert er und mauert und. Ach so, das liegt aber nicht daran, dass er so viel bei der anderen Frau ist, dass er dich nicht sieht oder vielleicht also auch. Also sagen wir mal, Freitag, Samstag ist er da immer auf seiner Baustelle, aber Sonntag ist er bei der Dame. Ach so. Und das macht mich natürlich kribbelig. Das glaube ich, vor allen Dingen, wenn man da 6 Wochen schon mal warten muss. Ja, auf genau. Ihn. Telefoniert ihr denn wenigstens oft? Ja, das schon, aber wenn ich dann so, pass auf, was ist am Wochenende, was ist am Sonntag, ja. Dann heißt du klammerst. Ah, das ist natürlich bitter. Ist natürlich auch ein Totschlag. Ja, dann heißt Argument. Gleich, du klammerst. Ja, ja, klar. Dann macht er dich natürlich sofort klein und spielt sich als den großen Founder auf, der da rumgockeln kann. Mhm. Ja? Und dann denke ich wieder, ich habe noch ein paar Gramm Stolz in mir auch. Mhm. Allerdings. Wo ich mir dann sage, das muss ich mir nicht sagen lassen. Ich kann ja immer verstehen, wenn so etwas eine Weile läuft, wenn man sich nicht so entscheiden kann und wenn man irgendwie hin und her gerissen ist. Aber das geht ja jetzt doch schon eine ganze Weile. Das geht schon eine Weile, ja. Und für mich hört sich das jetzt auch so an, wie du es beschrieben hast, dass der Knabe so auch ein bisschen mit dir spielt und auch mit der Frau spielt. Ja, und dann heißt es auch so, bitte komm aber nicht bei der Baustelle vorbei, weil das sind seine Kumpels. Und dann müsste er erklären, wer ich bin. Ja, also das ist ein Taktierer. Die fragen dann, ja, wer ist denn das? Und dann müsste er da sich rechtfertigen. Mhm. Und das gefällt mir nicht. Würde mich alles sehr ärgern an deiner Stelle. Genau. Würde mich auch verletzen an deiner Stelle. Ja, ja. Manchmal backt mich auch der Zorn und ich fahre einfach hin. Und wie reagiert er dann? Na, dann schaut er ein wenig blöd. Ja, und macht er dir hinterher eine Szene? Und dann sagt er, ich wollte eigentlich nicht, dass du kommst, aber ich sag dann einfach bloß, mehr wie sauer kannst du nicht werden. Ja, und ist er dann nachtragend, wenn du das gemacht hast? Ja, doch. Ja, dann ist er nachtragend. Ja. Also im Prinzip, er will so, dass er die Richtlinien der Politik vorgibt und du und wahrscheinlich auch die andere Frau, die sollen so parieren, wie er es möchte. Genau, genau. Ja, das finde ich nicht gut. Ich finde, ich freue mich sehr für dich, dass du nochmal in so einen Liebesrausch kommst. Ja, ja. Das ist natürlich ein tolles Gefühl, ist mir schon klar. Ja, aber es läutet eins hin und her. Bitte? Es läutet mich hin und her. Ja, das glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, was nützt auch das tollste Liebesgefühl und der tollste Liebesrausch, wenn man dann auf der anderen Seite so klein gemacht wird, ne? Ja, und vor allen Dingen so in der Unsicherheit ist. Und in der Unsicherheit hängt, genau. Genau. Ja, was investiere ich für Gefühle, was investiere ich für Energie? So, jetzt müsstest du, also ganz objektiv gesehen, müsstest du jetzt dem Ganzen einen Riegel vorschieben, indem du ultimativ wirst. Und das habe ich schon versucht, aber es klappt nicht. Und dann kommt der Herr an, von wegen du klammerst oder du darfst mich nicht unter Druck setzen. Warum klappt es nicht? Klappt es von deiner Seite aus nicht oder weil er nicht mitmacht? Von meiner Seite klappt es nicht. Weil du dann wieder weich wirst. Genau. Ja. Nach 6 Wochen rufe ich wieder an und sage, ich vermisse dich. Ja, das ist natürlich das beste Zeichen dann für ihn, nach dem Motto, die Kleine, die habe ich in der Hand. Ja, so kann man sagen. Die ist wie Wachs in meinen Händen. Ja, und wie gehe ich da damit um? Nun, was macht man mit so einem Mann? Nee, die Frage ist nicht, was man mit so einem Mann macht, sondern was machst du mit dir? Das stimmt. Das ist die Frage. Wie du musst eine Haltung einnehmen. Ich fress den Mann aus der Hand. Ja. Und das darf nicht sein. Ja, dann machst du dich auch nicht sehr interessant. Ist doch klar. Die süßesten Früchte sind immer die sehr hoch hängen und wo man nicht so richtig rankommt. Ist doch eine alte Jacke, aber ist so. Ja. Ne? Das ist ja gut. Ja. Ja. Du musst. Ich meine, ich weiß, das ist leicht gesagt von außen, aber ich sag's trotzdem, du wolltest ja meine Meinung hören. Du musst für dich eine Linie finden. Und die musst du, und das ist ja eine Frage der Disziplin, die du hast, die musst du dann noch durchziehen. Das ist aber schwer. Ja, natürlich ist es schwer. Weil sobald er seine Stimme wieder am Telefon ist, da wäre ich ja wieder zittrig und Wachs und kalte Hände und was weiß ich halt. Dann versuche ihm doch zumindest ab und zu mal einen von Bug zu schießen, dass er merkt, ich kann nicht alles mit ihr machen. Ja, und wie macht man das? Ja, das musst du jetzt situationsabhängig machen. Ich meine, so eine Aktion da einfach hinzufahren, finde ich schon sehr gut. Und auch einfach mal ein bisschen mal einfordern, pass mal auf hier, ich will, dass wir uns jetzt mal sehen. Es sind schon 2 Wochen vorbei, ich habe uns jetzt was im Theater gebucht oder in weiß ich was, wir gehen jetzt aus. Punkt. Ja, das macht er sowieso nicht mit.
Macht er nicht mit? Na, macht er sowieso nicht mit. Ach so, so Aktionen gibt's nicht? Na, das gibt's nicht. Weil er sich dann schämt, sich mit dir zu zeigen? Nein, das habe ich mich schon mal total gefragt. Da habe ich gesagt, bin ich wohl nicht tageslichttauglich? Ach so, weil du ein bisschen korpulent bist. Das ist okay. Ja. Also, das sagt, du schaust gut aus. Ja. Es war gut, wenn gut beieinander, aber deine Jeans passen und das passt, alles passt. Aber er will sich nicht vor die anderen rechtfertigen müssen. Ach, aber ich denke, es könnte ja vielleicht die andere Dame auftauchen. Dann. Ist mir unsympathisch, muss ich ja sagen, Ingrid. Ich muss es ja so sagen, auch wenn du in den verliebt bist. Ich finde das unsympathisch. Der hat der bekennt sich nicht, natürlich nicht zu dir. Nein. Der hält beide Frauen im Feuer. Und vielleicht hat er noch irgendwo eine heimliche, ich weiß es nicht. Ja, das kann auch sein, ja. Ja. Das geht nicht. Denn letztendlich musst du wirklich, jetzt ganz im Ernst, du musst, das kannst du so nicht auf Dauer mitmachen. Da verlierst du deine Würde bei, finde ich. Ja, und das befürchte ich immer. Deswegen, da musst du hart sein. Und wenn das noch so schwer ist, und das befürchte ich immer, dass ich meinen Stolz verliere. Ja, aber da kannst du gegen angehen. Das kann nur einer gegen angehen, nämlich du. Und das hast nur du in der Hand, indem du sagst, dass du irgendwann immer sagst, nein, so nicht. Mit dem hohen Risiko, dass du ihn verlierst. Ja, das ist das Risiko. Ja, aber das nur so geht es. Es gibt keine andere kluge Ausweglage. Gibt's nicht. Ich habe aber noch ein anderes Problem. Ich habe noch einen Herrn. Wie bitte? Ich habe noch einen Herrnen. Ich habe noch einen Kerl. Und was ist das? Ja, aber mit dem habe ich noch bisher noch nichts Intimes. Also hat sich da noch nichts abgespielt. Den kenne ich seit August. Ja. Und der bringt mir Rosen und der bringt mir wie im Kitschroman Pralinen und wir gehen Hand in Hand spazieren und schmusen da ein wenig rum. Und Ingrid, jetzt bringst du mich in Bredouille, dass du das jetzt auf den Tisch legst. Genau. Weil nämlich meine Zeit jetzt rum ist. Okay. Der Schwerpunkt war jetzt eigentlich dieser Mann. Aber letztendlich ging es ja auch darum, erstmal, dass wir uns darüber unterhalten haben. Es ging um den Mann. Genau, ja. Genau. Ja. Der andere ist eigentlich mehr oder weniger Nebensache. Ja. Den nehme ich so nebenbei mit. Also ich habe dir meine Meinung gesagt, du musst handeln. Ich danke dir. Ich wünsche alles Gute, gutes Gelingen, Ingrid. Ich danke dir. Viel Glück. Aber es war eine sehr gute Meinung. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer. Und unsere Mailadresse domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist der Alexander, 37. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Alexander. Ja. Was ist dein Thema? Ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon mal mit dir gesprochen. Mhm. Und zwar, da ging es um Kopfkrankheiten. Kopfkrankheiten? Ja, genau. Ja. Und da war ein Zuschauer einen Tag davor mal dran. Und der hat Angst, dass er mit seiner Krankheit nicht leben kann. Und zwar, der hat... Eine Bitte, weil mich das ganz irritiert. Stell den Ton bitte ganz weg vom Fernseher. Oder vom Radio. Ja, einen Moment. Mhm. So. Jetzt ist er weg, ja. Ja? Jawohl. Also, es ging um Kopfkrankheiten? Ja, Kopfkrankheiten, mhm. Genau. Und dann sag einfach mal weiter, was du gerade gesagt hast. Und der hat genau dasselbe Ventil, wie ich drin habe. Und zwar ist es ein Schand. Ich habe eine sehr, sehr große Zyste. Im Kopf, im Gehirn? Genau. Ja. Und die ist das Ventil angeschlossen. Und wenn da zu viel Wasser in der Zyste drin ist, ja, macht sie das Ventil auf und läuft dann ab, das Wasser. Genau. Es ist ein Ventil im Kopf, im Gehirn. Genau, genau. Was ja schon verrückt irgendwie ist. Ja, das ist... Ist das so ein Plastikstöpsel? Oder wie, ja, kann man das kann man eben tasten am Hals. Bitte? Das kann man am Hals tasten sogar. Wenn man hinlangt, kann so. Man tasten. Aber am Hals tastest du wahrscheinlich nur die Leitung. Ja, genau. Und im Gehirn ist dieses Ventil. Jawohl, in der rechten Zyste angeschlossen. Ja, und die Leitung geht dann hinten irgendwie durch den Hals runter. Ja, in neben am Hals, ne, und in den Darm oder irgendwo. In den Darm. Und da fließt das Überdruckwasser, sage ich jetzt mal, was im Gehirn produziert wird, fließt dann und wird durch das Verdauungssystem ausgeschieden. Jawohl, genau. Ja. Und da wurde mal so eine Kernflussmessung gemacht, ne? Mhm. Und die haben gesagt, die Zyste ist wahnsinnig, wie aktiv das ist, also. Und diese Zyste, also die verursacht auch den genau, die ganze Schwierigkeit. Ich war mal schon linksseitig gelähmt. Da war mein Gesichtsfeld so eingeschränkt, dass mein Augenarzt sagte, ich werde blind. Ja. Und lauter so Sachen. Dann hatte ich 2002, 2003 Herzstillstände. Mhm. Musste mehrmals reanimiert werden. War 98 und 2002 im Koma. Musste schon zweimal wieder das Laufen lernen. Ja. Und das ist halt immer was und anderes. Das konnte man, das kann oder konnte man nicht operieren? Ich bin das erste Mal schon mit 6 Jahren operiert worden. Mit 6 Jahren schon? Ich bin schon, also allein 98 im Koma, wurde ich, glaube ich, 5-mal operiert. Und alles nutzt nichts?
und alles nutzt nichts, ja. Hast du dich wegen dieses Themas heute bei mir auch nochmal gemeldet? Nein, extra, weil vor 3 Wochen war ein Extremfall wieder. Da hatte ich einen Status, das heißt mehrere Anfälle hintereinander. Mhm. Und da war ich mit meiner Mutter zum Einkaufen und bekam einen Anfall und dann mehrere hintereinander. Und da bin ich ins Krankenhaus gekommen, haben da in Kronach im Krankenhaus wieder einen Status, wieder mehrere Anfälle hintereinander. Was heißt denn Anfälle? Epileptische Anfälle. Epileptische Anfälle. Ja, genau. Mhm. Und da haben sie mich nach Bayreuth in die Fachklinik gefahren. Mir fehlen 3 Tage. Von diesen 2 Wochen fehlen mir 3 Tage. Mhm. Ich bin irgendwann in Bayreuth wieder aufgewacht und habe gesagt, wo bin ich, was ist mit mir los? Ne? Ja. Und da bekam ich in Bayreuth wieder einen Status, also wieder mehrere Anfälle hintereinander. Du nennst das einen Status? Status Epilepticus heißt. Ach so. Ah, ja. Mhm. Mhm. Und es ist einfach, die Angst ist jetzt da. Die Ärzte sagen, also ich sollte nichts mehr alleine machen, sollte nirgends mehr alleine hin. Mhm. Aber meine Mutter hat zwar Erste-Hilfe-Kurs alles mitgemacht, musste mich auch schon mal reanimieren mit Ambobeutel und alles, weil ich so einen schlimmen Spastikanfall hatte. Mhm. Da bekomme ich keine Luft mehr und so. Ja. Und das Schlimme ist, ich habe schon 2 Luftröhrschnitte. Einen dritten können sie auch nicht mehr machen. Ja, das heißt, du bist jetzt zu Hause? Ja. Und lebst du jetzt alleine? Nein, bei meinen Eltern. Alleine kann ich nicht leben. Bei den Eltern? Ja. Das heißt, so die Eltern und auch du letztendlich, ihr müsst immer in Alarmbereitschaft sein. Genau. Es könnte jede Sekunde wieder irgendetwas passieren. Jawohl. Die Ärzte haben ja schon selbst gesagt, genießen Sie ihr Leben, solange es noch geht. Das heißt, jeder Anfall könnte auch mit dem Tod enden. Jawohl, jawohl. Und das ist meine Angst. Und das ist eine sehr, sehr schwere Belastung. Ich bekomme jetzt langsam Angst vor mir selbst, dass ich irgendwann mal eine Kurzschlusshandlung mache. Wie meinst du das? Na, Tabletten habe ich genug zu Hause. Dass du das Leben nimmst? Ja. Weil du diesen Druck nicht aushältst? Jawohl, genau. Das heißt, das ist ja auch schrecklich. Das heißt, du könntest vielleicht noch viele, viele, viele Jahre leben. Oder jede Sekunde mein Leben zu Ende sein. Oder es könnte, während wir reden, könnte es zu Ende sein. Genau, jawohl. Mhm. Auch mitten in der Nacht, ich habe mitten in der Nacht Anfälle. Da habe ich neben der Alarmglocke, manchmal merke ich es vorher, manchmal nicht. Mhm. Wenn ich es vorher merke, kann ich auf die Alarmglocke drücken. Ne? Mhm. Und lass mich noch mal kurz zurückgreifen. Diese Erkrankung, diese schwere Gehirnerkrankung, die hast du seit Kindesbeinen. Ob das schon von Anfang an da war, wissen die Ärzte nicht. Ja. Aber ich hatte schon Lähmungserscheinungen. Ich war mit 4 Jahren noch im Kinderwagen, mein Bruder konnte schon laufen und ich nicht. Und meine Mutter dachte, ich bin zu faul. Mhm. Und ich war aber extrem klein. Und da war mein Kinderarzt, bis ich zum Kinderarzt gegangen, und der hat gesagt, der hat einen Verdacht. Und dann musste ich nach Erlangen, da sind Untersuchungen gemacht worden, und da ist dann festgestellt worden, dass ich eine Zyste an der halben Füße habe und nicht mehr wachse. Ich hatte einen riesengroßen Kopf, aber der Körper war klein. Das heißt, bist du auch kleinwüchsig? Nein, die Zyste ist dann entfernt worden, und dann bekam ich dann Wachstumshormone, 12 Jahre lang, und ohne diese Wachstumshormone wäre ich 1,30 Meter geworden. Und jetzt bist du? Jetzt bin ich 1,68. 1,68. Also, so groß wie meine Eltern auch. Aber im Klartext heißt das ja, dass du dein ganzes Leben eigentlich mit der Krankheit schon lebst. Ja, und du kennst gar nicht den Zustand, ich bin gesund. Nein, es gibt bei meinem 6. Lebensjahr kein Jahr, wo ich nicht im Krankenhaus war. Wie war denn das so mit diesen normalen Dingen, die man so tut? Schule, hast du eine Schulausbildung gemacht? Schule habe ich so durchgeschlichen. Also ich habe aufgrund seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten kann Schule und Leistung nicht bewertet werden. Mhm. Steht drin in der 7., 8., 9. Klasse. Weil einmal wurde eine Operation gemacht und das Ventil, was ich jetzt drin habe, war 48 Stunden drin. Ja. Und da haben sie was verletzt. Ach so. Und seitdem ist mein Kurzzeitgedächtnis weg. Also was ich jetzt mit dir rede oder sowas, weiß ich morgen nicht mehr. Ich habe keinen Orientierungssinn mehr und so weiter. Ne? Wenn ich Zeitung lese oder einen Film schaue. Das ist immer noch so? Ja, das ist geblieben. Ach, ist das wirklich so, dass du morgen oder schon nachher nicht mehr weißt, was du mit mir gesprochen hast? Nicht genau, ja. Aber du weißt, dass du mit mir gesprochen hast? Ja, aber genau weiß ich nicht. Ja. Auch wenn ich über deine Sendung, ich sehe sie fast jeden Tag, ne? Ja. Da muss ich dann überlegen, oh, was war da jetzt, ne? So, verstehe, ja. Da, ne? So. Also, deswegen, aber, das heißt, du konntest dann auch keine Berufsausbildung oder sowas, konntest du nicht machen? Ich wollte so gern lernen, so gern, aber ich bin Maler, hatte jetzt 2 Ausstellungen, letztes Jahr hatte ich eine Ausstellung, die habe ich Hoffnung genannt, Hoffnung deswegen, weil ich Hoffnung hatte, dass das Medikament was bringt. Aber diese Hoffnung hast du jetzt nicht mehr? Nein, leider ist mir wieder genommen worden. Gab es in der Zeit, du bist ja 37 Jahre alt, gab es mal sowas wie eine Verliebtheit, eine Beziehung zu jemandem? Nein, gab es nicht. Es ging gar nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn ich jetzt weggehe und so, es traut sich langsam keine mehr mit mir weg, weil sie Angst haben. Mhm. Ich verstehe die Angst. Mhm. Aber ich bin kein Mensch, der sich einegelt oder einsperrt. Ne? Hast du denn so neben den Eltern noch Freunde oder Bekannte? Ja, sehr viel Bekannte, ja, zum Glück. Also mit dir auch viel mit dir unternehmen und wo du so eingebettet bist in einen Kreis. Aber jetzt gehe ich halt nur mit meiner Mutter weg und so überwiegend. Mhm.
Letztes Jahr waren wir in London Urlaub und voll in Venedig. Waren aber voll ausgerüstet. Immer Ambubeutel, alles dabei. Also ausgerüstet wie bei Ärzte. Ne? Ist denn jetzt durch diesen letzten Vorfall, ist das Risiko jetzt gestiegen, dass es noch schneller... Ich habe zwar wieder angeblich das beste Medikament, was zurzeit auf dem Markt ist, aber es hilft halt nichts. Meinen letzten Anfall hatte ich vor 3 Tagen wieder. Und das war also zum Glück ein kleiner, aber es kann mal ein größerer wiederkommen. Ne? Das heißt, und das ist die Angst. Kommt der Notarzt schnell genug? Ne? Und das ist das Schlimme. Meine Mutter, ich weiß nicht. Ist es so, dass du sagen willst, das schlägt mir so sehr auf meine Stimmung und aufs Gemüt, dass ich auch eigentlich gar keine Lust manchmal habe zu leben? Ja, sehr gut. Ich habe es vorhin gesagt, so langsam bekomme ich Angst vor mir selbst, dass ich mal eine Kurzschlusshandlung mache. Und wenn meine Mutter heute plötzlich sterben würde, ne, würde ich keine 5 Minuten mehr leben. Das heißt, die Mutter ist eine ganz wichtige Bezugsperson. Genau, meine Mutter ist meine Bezugsperson, genau. Meine Mutter ist immer für mich da. Sie wurde zum Glück entlassen, also sie ist 58, ne? Dass sie jetzt immer für mich da ist. Wir gehen zusammen weg, weil alleine traue ich mich nicht mehr weg. Und meine Mutter lässt mich auch nicht mehr, meine Eltern. Ne? Schmerzen hast du keine? Doch, ich bin Schmerzpatient. Schmerztherapeutin und so, ne, weil ich Kopfschmerzen habe manchmal. Vorhin musste ich wieder eine Dramal reinschmeißen, halt zwei, ne, weil ich so schlimme Kopfschmerzen hatte. Dann habe ich seit der Hirnentzündung in den Händen so sehr Schmerzen und in den Gelenken und so. Ne. Bist du auch in neurologisch-psychiatrischer Behandlung? Neurologische Behandlung, ja. Psychiatrisch auch? Nein, aber ich kann mit den Neurologen genauso auch reden. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Ich meine, jeder Mensch kann das ja wahrscheinlich auch nur erahnen, was du empfindest, dass du ständig diese massive Angst hast. Vielleicht könnte man dir mit entsprechenden Medikamenten etwas diese Angst nehmen, ohne dich völlig gleich auszunocken. Ja, ich meine, ruhig gestellt werde ich jetzt von der Antiepileptika schon sehr. Das ist das Schlimme. Die Antiepileptika, die stellen einen ja das Gehirn ruhig, ne? Und auch dementsprechend den Körper, ne? Wie geht denn deine Mutter damit um? Meine Mutter verdrängt, aber sie hat auch sehr, sehr viel Angst. Ne? Deine Mutter wäre wahrscheinlich aber im tiefsten Herzen traurig und verzweifelt, wenn du dir das Leben nehmen würdest. Ich würde es nicht machen, Domian. Aber ich bekomme Angst langsam, weil ich weiß nicht, wie lange ich den Druck noch aushalte. Weil irgendwann ist das Fass mal voll. Ich sage es immer wieder. Ich weiß nicht, was noch auf mir gut zukommen soll. Ja, deswegen sagte ich das gerade so spontan. Ich fände das wirklich in dem Fall sehr, sehr angebracht, wenn du mit einem wirklich guten, sensiblen Psychiater in Kontakt kämst. Ja, das wäre nicht schlecht. Der dir ein angemessenes Medikament noch verabreicht, dass du mit dieser Angst fertig bist. Wenn ich immer zur Reha bin, letztes Jahr war ich zur Reha in Schaufling, gehe ich mal zur Reha, ne? Und da, wo es 2002, das war in der Reha, meine erste Herzstillstand, ne? Und da war ich 2 Wochen da in der Kardiologie, und da hat der Kardiologe gesagt, Herr Brummer, wie wäre es lieber, Sie hätten was am Herz, weil Sie könnten was dagegen tun. Und da bin ich wieder zur Reha gegangen und habe gesagt, ich möchte sofort an einen Psychologen sprechen. Ne? Und wir haben mich da schon mal richtig ausgeweint und so, ne? Und ja, gut wäre es, ich meine, deine Mutter ist ja extrem belastet, wenn du einmal so einen Gesprächspartner hättest, aber eben auch, ich sage das wirklich, unterstreiche das nochmal, dass man das medikamentös auch etwas unterstützt, dass du die Angst verlierst. Ja, da wird man noch mehr ruhig gestellt. Nein, es gibt schon Medikamente in der modernen Psychiatrie, wo man nicht ruhig gestellt wird, aber wo man einfach ein bisschen gelassener wird und die Angst weg ist. Ja, die Angst ist eigentlich immer doch da im Hinterkopf, ne? Ja, klar, natürlich. Ja, die wird man nicht völlig wegkriegen, das ist mir schon klar. Aber, genau. Aber da du dich ja nicht entscheiden wirst für den Freitod. Nein, auf keinen Fall. Ist ja jetzt die Frage, wie organisierst du das für dich am verträglichsten? Ja, ne? das ist das. Ich meine, ich lenke mich ab mit Malerei und so, ne? Und alles. Ich habe schon 2 Ausstellungen und so, ne? Das ist das, was mich doch noch hält und so, ne? Die nächste ist schon wieder in Planung. Also ich dann Altersheim ausstellen, ne, und so. Ja, das ist natürlich auch sehr schön. Das ist auch gibt einem Erfolgserlebnis und tut einem auch gut. Und dann die Artikel, die Presse war dann da, der Artikel, der war so schön geschrieben und so. Ne. Ist echt super, echt. Also Alexander, meine Idee ist wirklich diesen permanenten Gesprächspartner, den du haben solltest, in Form eines Therapeuten und eine psychiatrische medikamentöse Unterstützung. Da würde ich dich gerne weiterleiten an meine Psychologin, um das noch zu vertiefen und um eingehende Beratung zu geben. Jawohl, das könnten wir machen. Ja. Bist aber ein tapferer Kerl, du, muss ich dir sagen. Ja, sagen die Ärzte auch. Also auch weil es bei mir immer so schnell gegangen ist, nach dem Koma. Ne? Ich konnte so schnell wieder das laufen und alles. Ne? Die Ärzte haben nur gestaunt. Das hast du einen starken Lebenswille? Ja. Aber ich weiß nicht, woher das ich ihn nehme. Das weiß ich nicht. Muss man ja auch gar nicht wissen. Und wie lange ich es noch aushalte.
meine Mutter eben, meine Eltern, meine Bekannten und so, ne. Das hilft. Bei der Ausstellung und so, ne. Da waren wieder so viele Bekannte da und so, ne. Und letztes Jahr... Und dafür lohnt es sich ja dann auch zu leben. Ja, ja, ich habe ein paar Bilder wieder verkauft, die Anerkennung, der Lob und so, ne. Das lohnt, gibt mir wieder ein bisschen Aufschub. Ja, und so soll es ja auch bleiben. Und das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen. Danke, danke, Domian. Lieber Alexander, du legst auf, du kennst das und wir rufen dich gleich zurück. Jawohl. Die Anja ruft dich zurück. Jawohl, danke. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Da Sendung ist einmal frei. Dankeschön. Bringt mir auch sehr viel Mut, wenn ich die anderen immer höre und so, was da los ist und so, ne. Ja. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder durchgekommen bin, dass sie mich gleich drangenommen haben. Mich hat es auch gefreut, mit dir sprechen zu können. Ja, mein Lieber. Wir rufen dich zurück, du legst bitte auf. Jawohl, danke. Alles Gute. Tschüss. Danke, Stefan, tschüss. Jetzt geht es weiter mit dem Jörg. Hallo Jörg. Hallo, guten Abend. Du bist 36. Ja, richtig. Ja, und um was geht's bei dir, Jörg? Okay, also meine Frau hat seit, ja, jetzt weiß ich es, längerer Zeit ein Verhältnis mit einem Arbeitskollegen und ist schwanger von dem. Ach du liebe Zeit. Ja. Seit wann ein Verhältnis mit dem? Also mir wurde es erst am Montag jetzt bekannt gegeben quasi, dass da was ist. Ich denke mal, die zwei wollten endgültig zusammenziehen und sie wollte sich von mir trennen. Mhm. Da hat sie gesagt, das wäre das Wochenende zuvor passiert, das erste Mal. Heute habe ich erfahren, nein, es läuft schon seit Ende Dezember. Ja, wenn sie schon schwanger ist und das hier schon bemerkt hat, dann... Ja. Oh. Wahrscheinlich, dann tun wir noch ein paar Monate drauf, ne? Dann ist vielleicht die Wahrheit. Tja, eher. Das kann gut möglich sein, ja. Und wie ist das am Montag rausgekommen? Und ja, wir reden offen über Trennung und weiß nicht was. Und sie war mal wieder auf Tour mit ihm. Sie ist sehr, sehr häufig unterwegs gewesen. Und sie brauchte halt ihre Freiräume und das wurde mir immer als guter Kumpel vorgestellt und da ist nichts. Ist das ein Arbeitskollege von dir oder von ihr? Das ist ein Arbeitskollege von ihr, sie arbeiten zusammen. Von ihr. Nochmal die Frage, wie ist das jetzt endgültig rausgekommen am Montag? Ich habe schon immer die Vermutung gehabt und ich habe einfach sie gefragt. Ich sage, was ist los? Ach so. Ja, sag mir, was los? Und da ist sie aufgebrochen und hat mir gesagt, okay, wir haben was miteinander. Es war aber erst einmal was, ja, und heute, ja, ist er endgültig zusammengebrochen, hat gesagt, ja, ich bin schwanger von ihm. Und ist es sicher, dass es von ihm ist und nicht von dir? Ganz sicher. Das heißt, ihr schlaft gar nicht mehr miteinander? Ja. Seit wann nicht mehr? Ich weiß nicht, ja. Mitte Dezember. Wie lange seid ihr verheiratet? 6 Jahre und 10 Jahre sind wir zusammen. 10 Jahre. Kinder? Einen Sohn, ja. Wie alt? 7. 7. Und der steht mittendrin. Ne? Der steht mittendrin. Mama war seit dem Sommer, seitdem sie diesen Mann kennt, ja, fast jedes Wochenende, Sonnabend unterwegs. Hat sich mit ihm getroffen zum Baden und ja. Das heißt ja, dass eure Ehe kaputt ist. Ja. Hast du das auch so empfunden, die letzten Zeiten? Das muss ja. Das deutet sich ja schon an. Ja, du hast es empfunden. Ja, ja. Wie hast du es empfunden? Naja, ich meine, wenn die Frau lieber unterwegs ist als zu Hause und sie war eine gute Mutter und gute Frau, ja. Ach, das heißt, sie hat ja auch ihr Kind vernachlässigt? Kann man schon so sagen. Sie lässt zwar das nicht zu, also wenn ich ihr das so sage, aber im Endeffekt schon, ja. Ja, ich habe mich viel um ihn gekümmert. Ich habe da mit ihm zusammen gekocht und ich wasche seine Wäsche. Und du liebst deine Frau noch? Ja. Kam jetzt aber mit ein bisschen Verzögerung. Ja, ist auch mit ein bisschen Verzögerung. Ich meine, wenn... Also, so ganz klar bist du dir auch nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, weil ich weiß, sie liebt ihn eigentlich. Und sie wollten heute wollte sie mir sagen, dass sie auszieht. Und er hat heute einen Rückzieher gemacht. Er hat heute seiner Frau gesagt, ja, ich bleibe erstmal bei dir und so. Jetzt hat sie das Fähnchen in den Wind gedreht und sagt, na gut, dann bleibe ich halt bei dir. Aber ich denke, das dauert auch nicht lange und das bricht wieder auf. Und hat sie dir denn das so gesagt, dass sie ihn liebt? Ja. Und dass sie dich nicht mehr liebt? Sie sagt, da ist noch was da. Ja gut, das sagt man immer. Ja. Wenn man 10 Jahre zusammen ist und ein Kind hat, ist natürlich irgendwas noch da. Ja. Also wenn da gar nichts mehr wäre, wäre es ja ganz dramatisch. Ja, ja. Aber sie hat gesagt, sie liebt den anderen. Ja. Und jetzt ist sie ein bisschen Fähnchen im Wind, weil der einen Rückzieher gemacht hat. Ja. Das heißt, wenn der jetzt dabei geblieben wäre bei der Zusage, wäre sie weg. Ja. Das ist natürlich heftig, ne? Auf der Basis kann man ja eigentlich gar nicht mehr zusammenarbeiten ist gut, zusammenleben. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach so ein gutmütiges Tierchen, ja. Ich weiß es nicht. Einfach ein Trottel, ich weiß nicht. Ja, also bestimmt.
Wie sieht das denn konkret aus? Hat der andere nur gesagt, ich ziehe jetzt nicht mit deiner Frau zusammen? Oder hat er gesagt, er beendet das Verhältnis? Er zieht mit meiner Frau nicht zusammen, weil seine Frau Schwierigkeiten macht. Mhm. Aber das Verhältnis wird wahrscheinlich irgendwie weiterlaufen. Also sie will, ja, heute Mittag klang das nur so, als wenn sie das nicht möchte. Ja. Aber ich weiß, das ist nur temporär, ja. Mhm. Also das vermute ich mal einfach, weil diese Liebe zwischen den beiden, und sie hat mir auch gesagt, dass halt der Sex mit ihm super ist, und ich meine, gut, nach 10 Jahren ist das eben alles nicht mehr so, ja. Und ja. Wenn jetzt der Junge nicht wäre, der Junge ist das, ne? Den ja, ihr, ja. Dann könnte man ja sagen, ja komm, jetzt sofort mal Trennung und dass sich die Fronten mal klären und beruhigen. Hätte ich schon längst gemacht, wenn der Kleine nicht wäre. Und wir haben ein Haus gebaut und das, ne, wie das so ist, ja. Wie stellt sie sich das denn vor, wenn sie von dir wegginge? Wo bliebe das Kind? Also ich würde den hier behalten, den Kleinen. Und würde sie das auch wollen? Sicherlich nicht, ja, aber ich... Also darüber habt ihr noch nicht gesprochen? Ja doch, haben wir schon drüber gesprochen, aber ich würde alles dran setzen, den Kleinen hier zu behalten, weil das ist mein Lebenselixier. Ja, und das ging auch? Du könntest das so zeitlich dir einteilen, dass du... Das würde ich einfach möglich machen. Das ginge. Müsste einfach gehen, ja. Tja. Und du meinst so etwas wie eine Eheberatung oder so, das hat gar keinen Sinn mehr? Haben wir schon hinter uns. Habt ihr schon hinter euch? Ja. Und was ist denn das Ergebnis, die Quintessenz dieser Eheberatung gewesen? Seit Sommer letzten Jahres so derart verändert, dass sie eben weggeht abends und keine Rücksicht mehr auf mich nimmt. War das Ergebnis der Eheberatung letztendlich, ist die Ehe beendet? Nein, nicht. Also das Ergebnis war, Menschen verändern sich. Ja, und na, sie super. Hat sich eben dahin verändert, dass sie halt Leben braucht um sich und Disco und Party. Okay, aber was heißt das? Tja, was heißt das? Das Ergebnis einer Eheberatung, Menschen verändern sich, kann ich mir auch nichts verkaufen. Ja. Dann muss ich wissen, was heißt das? Heißt das, dass es nicht mehr geht? Das hieß damals, wir waren Ende Sommer dort, ja, ich müsste mich da anpassen, Menschen verändern sich. Ich meine, mittlerweile steht alles ganz anders. Ja. Da müsstest du dich anpassen? Ja. Wenn sie auf die Rolle geht mit anderen Kerlen? Na super. Das ist ja von Quatsch. Wir sind nur gute Freunde. Das wurde mir immer nur als gute Freund. Der war auch bei uns zu Hause schon mehrfach. Im Sommer damals noch, ja. Mit seinem Sohn und ich sag mal, die Ehe von ihm war auch nicht sonderlich stabil, ja. Mhm. Deswegen habe ich immer was vermutet, ja. Und habe da auch versucht, diesen Kontakt zu verhindern. Habe ihr gesagt, ey, entscheide dich zwischen ihm und mir und ja, trotzdem, da sind Hormone im Spiel und Gefühle und natürlich, ja. Da kann ich mich abstrampeln, wie ich will. Und ja. Ich glaube, Jörg, die Sache, die ist erstmal gelaufen. Ich glaube, dass das wirklich das Beste wäre, wenn ihr euch räumlich trennt voneinander. Und wenn du das gut hinkriegst mit dem Jungen, ist das sicher für den Jungen letztendlich jetzt, das ist natürlich ein Schock, aber ich glaube, dass es auf Dauer besser ist, als wenn der mit zwei Leuten zusammen unter einem Dach lebt, die sich, wo es nicht funktioniert und wo ständig heftige Spannungen sind. Ja, die heftigen Spannungen. Also ich meine, ich bin ein relativ friedlicher Mensch. Ja, aber Unzufriedenheit ist da. Unzufrieden bin ich auf jeden Fall. Mhm. Und sie ist auch unzufrieden mit der Situation. Das merkt unser Kleiner auch, ja. Mhm. Und ja, das ist einfach, ja, ist alles zerbrochen. Weißt du, vor allen Dingen, wenn man sowas hört, wenn du sagst, hätte der mitgemacht weiter, wäre die jetzt weg. Ja. Ich meine, das ist ja das Argument schlechthin zu sagen, und ja, dann ist es jetzt auch vorbei. Dann mach du, was du willst, aber verlasse mich, geh aus dem Haus raus. Mhm. Ja, ist sicherlich richtig. Ich glaube wirklich, wie du es jetzt geschildert hast, und wenn da auch schon Eheberatung stattgefunden hat und sowas, dass es das Beste ist, sich zu trennen. Mhm. In der Hoffnung, dass ihr beiden ein vernünftiges Verhältnis entwickelt für euer Kind. Ja, ich denke mal, das ist nicht so kompliziert. Also, wir haben beide schon eine Ehe hinter uns. Ja, meine erste Frau, da war es auch ein Arbeitskollege. Ja. Ja, dann bist du aber ein gebranntes Kind. Da bin ich jetzt doppelt gebrannt, ja. Und ihr erster Mann war auch sehr gewalttätig und so weiter. Also, es ist auch eine schlimme Ehe gewesen, ja. Und wir waren eigentlich froh, dass wir uns gefunden haben, so wie wir waren, ja. Aber die Zeiten verändern sich und 10 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Jetzt ist alles anders. Ja. Also ich glaube, dass die Trennung, die wirkliche Trennung das Allerbeste wäre, Jörg. Mhm. Ich glaube es. Ja, wir haben schon getrennte Schlafzimmer und so, das haben wir alles schon gemacht, ja. Aber ja, das ist eine traurige Gewissheit, denke ich. Ja. Dennoch wünsche ich dir natürlich alles Gute und dass er da vernünftig über die Zeit hinwegkommt, bis sich das alles wieder neu geordnet hat. Danke. Ja. Alles Gute, lieber Jörg.
Danke. Ne? Auf Wiederhören. Ich schaue deine Sendung immer abends, weil ich kaum schlafen kann und mach weiter so. Dankeschön. Dankeschön, Jörg. Tschüss. Gut, tschüss. Aha, jetzt bin ich verbunden mit Zilli. Zilli ist 39 Jahre. Guten Morgen, Zilli. Ja, guten Morgen. Hallo, Zilli. Wir hatten vorgestern am Ende der Sendung ganz kurz miteinander gesprochen. Ja. Und da hatten wir Zeitprobleme und da habe ich gesagt, wir verabreden uns wieder für Mittwoch. Ja. Du hattest mir in ein paar Sätzen gesagt, dass etwas sehr Schlimmes passiert ist, dass deine Tochter umgekommen ist durch Verkehrsraudis. Ja, genau. Zwei. Durch zwei Verkehrsraudis. Ja, ganz genau. Was ist genau passiert und wann ist es vor allen Dingen passiert? Das ist vor zwei Monaten, vom 8. auf den, 8. auf den 9. Dezember passiert. Mhm. Und was ist genau geschehen? Also meine Tochter wollte mit Freunden zur Party, also ihr Freund ist 18 Jahre alt geworden, und die wollten von Harburg nach Wedel ins Max in der Disco fahren. Mhm. Und ein großer Teil der Freunde kam nicht mit in die Disco rein. Mhm. Weil die noch keine 18 waren, da waren 17-Jährige bei und die kamen nicht mit rein. Und meine Tochter ist schon in die Disco reingekommen. Mhm. Und die anderen sind dann wohl wieder von der Disco weg zur Bahn hin. Das ist circa eine halbe Stunde Fußweg. Und meine Tochter wollte dann später unter denen hinterher. Und Achso, die ist ja doch wieder aus der Disco rausgegangen. Ja, aber alleine. Alleine. Mhm. Ganz alleine und die sind circa mit 20 Leuten hin und sie hat die Disco alleine verlassen. Mhm. Und die Strecke von der Disco bis zur Bahn wären ungefähr 30 Minuten Fußweg. Mhm. Und circa nach 20 Minuten später, als die anderen weg waren, hatte meine Tochter noch das Geburtstagskind angerufen und gefragt, wo die denn jetzt seien. Und dann sagten die wären in Harburg schon am Bahnhof. Mhm. Also es ging um einen Geburtstag da? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann ist sie die Strecke gegangen Richtung Bahn und 20 Minuten später haben sich wohl zwei Leute ein Rennen geleistet auf der Straße. Mhm. Die sind da wohl mit 100 gefahren und wo nicht überholt werden durfte. Und der hat überholt und zu früh eingeschert. Und dann sind die Fahrzeuge auf den Fußweg geknallt und haben meine Tochter weggeschleudert. Also man kann sagen, das war ein illegales Autorennen, was die da gemacht haben. Schätze ich mal. Und war deine Tochter so schwer verletzt, dass sie sofort gestorben ist? Das würde ich auch gern wissen. Das weißt du gar nicht? Das weiß ich bis heute nicht. Sie ist natürlich tot gewesen. Das Problem daran ist, ich habe später von den Leuten aus dem Haus, weil da ist ein Riesenschaden entstanden, auch an der Hausmauer. Mhm. Die ganze Mauer ist weggefetzt und da kurz daneben liegt eine Baustelle, die ist über den Bauzaun geflogen und nochmal gegen ein Baufahrzeug. Mhm. Das heißt, die haben den Unfall gehabt und wohl nicht gemerkt, schätze ich mal, nicht gemerkt, dass sie beteiligt war. Denn erst 15 Minuten später hat man festgestellt, dass an dem gelben Fahrzeug zu viel Blut war, also dass noch ein Mensch im Spiel gewesen sein musste. Mhm. Und dann haben sie dann irgendwann gefunden. Und ich weiß nicht, war sie sofort tot. Laut Zeitungsberichten stand ja drin, sofortige Maßnahmen haben nichts mehr gebracht, aber... Das habe ich ja nicht verstanden. Hat sie sich noch etwas weiter bewegt, nachdem sie... Ja, das weiß ich ja nicht. Was weiß man alles nicht? Das kann die Polizei dir auch nicht richtig sagen. Ich habe keine Auskunft gekriegt. Ist denn deine Tochter dann noch in ein Krankenhaus gekommen? Nein. Das wäre nicht mehr möglich. Also kennst du? Gebracht. Also es war auch überall in der Zeitung und im Videotext und so. Ja. Kennst du diese Fahrer, die verursacht? Nein, überhaupt nicht. Weil wir wohnen in Harburg und das war in Wedel. Mhm. Ja, also da weiß ich gar nicht. Wie alt war deine Tochter? 18. 18 Jahre alt. 18. Mhm. Also sie wäre dann am 30. Dezember wäre sie 19 geworden. Du hast dann in der Nacht noch die Nachricht bekommen? Nee, am Morgen. Erst am Morgen? Morgens um 6. Hat man dich angerufen oder ist jemand vorbeigekommen? Ja, drei Polizisten, ne? Sind vorbeigekommen. Mhm. Die standen in der Tür. Da sackt einem doch das Herz schon ganz tief. Nee, ich dachte Party und vielleicht hat sie Blödsinn gemacht und zu viel getrunken und irgendwas, ne? Mhm. Weil sie gerne mal auf Partys gegangen ist. Ja. Aber als die es dir dann gesagt haben, nimmt man das überhaupt für ernst? Kann man das glauben? Nee, auf keinen Fall, auf überhaupt nicht. Der Körper fängt an zu zittern, es geht gar nichts mehr. Mhm. Da geht gar nichts mehr. Hast du deine Tochter nochmal gesehen? Ja, gleich am Montag darauf habe ich sie mal angeguckt. Ja, war sie sehr... Freitag auf Sonntag ist das passiert und Montag habe ich sie mal angeguckt.
Und war sie im Gesicht sehr verletzt oder entstellt? Nö, das ist alles unterhalb gewesen. Sie muss im Bauchbereich und Bein und Hinterkopf. Ich habe meine Anwältin ist die Schwiegertochter vom Bestattungsinstitut, auch in Wedel. Und sie hat sie gesehen und sie hat mir gesagt, sie war schwer zu reinigen, weil sowas haben die wohl selber auch noch nicht so oft gehabt. Also muss sehr schwer verletzt gewesen sein. Ist sie dein einziges Kind gewesen? Nee, ich habe drei. Drei Kinder? Ja, davon ist eine aber auch krank, die hat auch 90% Behinderung und... Jetzt sind zwei Monate vergangen. Monate. Ja, das glaube ich. Das, die Monate, die sind wahrscheinlich wie in Trance vergangen, ne? Dass du gar nicht weißt. Ja. Auf jeden Fall. Vor allem sind so viele Fragen offen, ne? Es gibt ja jetzt wahrscheinlich eine Verhandlung, ne? Eine Gerichtsverhandlung. Ja, aber sowas dauert ja ein halbes Jahr. Bis jetzt haben wir noch nicht mal Akteneinsicht. Ja, man weiß auch nicht, ob die Täter, ich sage jetzt mal Täter, Alkohol getrunken haben. Ich habe gehört, nicht. Das nicht? Also nein, ich habe nur gehört, dass er auf dieser Strecke in Wedel öfters mal Rennen gefahren wird. Also ich habe mich mit den Leuten, die da in dem Haus wohnen, wo der Unfall passiert ist, unterhalten. Und die haben gesagt, also das passiert da häufig. Ne? Was ist für dich, du sagst, es sind so viele Fragen offen, was ist für dich die dringlichste Frage? Die dringlichste Frage ist, hat sie noch was mitgekriegt oder hätte sie vielleicht noch leben können, weil man sie viel zu spät gefunden hat. Man sagt mir zwar, Wiederbelebungsmaßnahmen haben nichts gebracht, aber ich weiß ja gar nicht, ob sie noch gelebt hat oder nicht gelebt hat oder ich weiß es ja nicht. Als der Crash passiert ist, wie lange hat es nach diesem Crash gedauert, bis man sie dann gefunden hat? Also die Leute aus dem Haus, die haben gesagt, circa 15 Minuten. Das heißt, sie hat sich dann schwer verletzt noch weiter fortbewegt? Nein. Sie haben sie wohl auf dem Fußweg erwischt. Sie ist ja ganz normal auf dem Fußweg Richtung Bahn gegangen. Ach so, sie ist dann da liegen geblieben und die Autos sind woanders reingefahren. Nein. Man muss sich vorstellen, es ist ein normaler Gehweg und dann ist so eine Steinmauer vom Hausgrundstück. So, und diese ganze Steinmauer ist weggefetzt. Ja. Die ist weggefetzt und der Wagen ist an einen Baum zum Stehen gekommen. Ja. Die Wagen, beide. Ja. Die Wagen haben sich übereinander geschoben. Also die waren übereinander und meine Tochter ist von dem gelben Fahrzeug erfasst und in eine Baustelle geschleudert. Ach so. Dann nochmal gegen ein Baufahrzeug. Die war ja gar nicht auf dem Fußweg. Ja, das heißt natürlich, wenn da 15 Minuten vergangen sind, stellt man sich wirklich die Frage. Die Frage, hat sie noch gelebt, hätte man noch was machen können? Ich weiß das nicht, Erhoffst du dir durch diesen Prozess, dass man da diese Fragen noch klären wird? Ja, auf jeden Fall. Und was ich besonders schlimm finde, das ist in zwei Monate vergangen, den Leuten in den Fahrzeugen, die Fahrzeuge sahen so schlimm aus, ist nichts passiert. Gar nichts passiert. Die laufen also, frei rum im Moment. Es ist einfach nur ein Blechschaden und der Hausschaden da, ne? Aber das ist ein Leben weg und es hat sich nie einer gemeldet. Das ist immer das ganz Schlimme an solchen Sachen, wenn die Leute sich nicht melden. Und das heißt, wenn es dann zu dieser Gerichtsverhandlung kommt, wirst du zum ersten Mal in deinem Leben diese beiden Menschen sehen, die deine Tochter umgebracht haben. Ja, richtig. Und ich sage, es sind beide, ne? Weil sie beide ca. km/h gefahren sind, ne? Laut des DK-Gutachtens. Du hast gerade schon eine Andeutung gemacht, du hast eine gute Rechtsanwältin? Und Rechtsbeistand? Wir haben zwei. Ja. Der Vater hat einen und der geht als Nebenkläger und ich. Also juristisch bist du gut versorgt? Oder seid ihr gut versorgt? Wie ist es so seelisch, psychologisch? Hast du da Menschen, mit denen du reden kannst? Ja, brauchen wir. Dabei kann mir doch keiner helfen. Nee, letztendlich nicht, aber da hast du recht. Aber man redet, das Reden ist ja gut. Ja klar, meine Familie ist da auf jeden Fall. Die ist da, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir, so würde es mir, glaube ich, gehen, dass man hin und her gerissen ist zwischen unfassbarer Trauer, unausdrückbarer Trauer und unglaublichem Zorn auf die, die es verursacht haben. Ja, das weiß ich eben nicht. Ich sag mir, die waren auch erst 18 und 25 Jahre alt. Ich sag mir, das hätte auch mein Kind als Beifahrer oder wie da drinnen sitzen können. Ich sag, das ist jugendlicher Leichtsinn. Ich finde es noch viel schlimmer, dass sie sich nicht gemeldet haben, dass es denen leid tut. Ich habe das Gefühl, das geht da nur um die Autos, die kaputt sind und nicht um den Mensch, der jetzt weg. Also dir wäre das schon, das wäre schon was für, das wäre was für dich, wenn die sich melden würden und sagen... Wenn die es gemacht hätten, jetzt nicht mehr. Ja.
Jetzt sind zu viele, wir hatten Zeit genug gehabt. Jetzt kommt Wut und Hass auf. Verstehe. Vorher hätte ich gedacht, die haben es bestimmt, die haben es nicht, hätten die es mitgekriegt. Dann hätten die gesagt, oh, wir haben jemanden verletzt, aber die haben es selber nicht gewusst. Die haben es selber erst gesehen, als sie das Blut am Fahrzeug gesehen haben, dass eben von außen jemand verletzt sein musste. Weil es also, kommt ja nicht von innen nach außen. Eine sehr, sehr schlimme Geschichte von als Folge von diesen Rennen oder illegalen Autorennen, was man immer wieder hört und liest. Und in jeder Stadt gibt es das fast. Hier in Köln gibt es sowas auch. Ganz schlimm. Und die, die es tun, erahnen gar nicht, was sie für ein Unglück anrichten können. Ja, genau. Liebe Zilli, möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich weiß es nicht. Versuch's mal. Ich glaube nicht. Okay. Ich wollte eigentlich nur mal, ich dachte, vielleicht hört irgendjemand von den Leuten das, die da beteiligt waren. Selbst die Beifahrer oder sonst irgendwas, es hat sich nie jemand gemeldet. Also ich möchte mich bei denen echt bedanken. Es war das schönste Weihnachtsgeschenk, was sie mir gemacht haben. Weil ich mein anderer an Weihnachtskarten gekriegt, was ich an Trauerkarten gekriegt habe. Es ist, das ist... Ja. Ich möchte, dass sie mit ihrem Leben, nicht mit ihrem Gewissen nicht mehr klarkommen. Das wünsche ich denen. Ja, das ist verständlich, dass du das so sagst. Ja. Liebe Zilli, ich wünsche dir viel Kraft für die nächsten Monate und für die nächste Zeit. Alles Gute. Gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Kerstin. Hallo Kerstin, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kerstin. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ja, Fremdgehen sozusagen. Weil es ist halt so, ich bin halt schon über 2 Jahre mit meinem Freund hier zusammen. Er heißt Tim. Ja. Und ich bin als erstes Mal fremdgegangen. Mhm. Nach 4 Monaten. Schon nach 4 Monaten? Nach 4 Monaten. Warum? Ja. Warum? Weil es war halt so, ich habe eine Zeit lang Karate gemacht. Mein Trainer, mit dem hatte ich vorher schon immer geflirtet und mal da was gehabt. Und da war ich aber noch nicht mit meinem Freund zusammen. Ja, und mein Freund ist halt 2 Jahre jünger wie ich. Mhm. Und dann war es halt so, ja, dann war ich halt auf einer Party mal und dann habe ich halt auch meinen Trainer getroffen und dann ist es halt da. Dann ist es passiert mit dem Trainer. Ja, genau. Ich war mir in der Beziehung mit meinem Freund auch noch nicht so sicher, weil er halt noch jünger ist. Und dann war das immer so ein Hin und Her. So, wie viel mal bist du denn bis heute? Einmal erst. Ja, das war das einzige Mal. Ach, das war das einzige Mal? Ja, genau. Aber das liegt ja dann schon eine ganze Weile zurück. Ja, genau. Und warum meldest du dich heute dann zu diesem Thema? Ja, weil mein Freund ist, seitdem wir jetzt zusammen sind, 3-mal jetzt schon fremdgegangen. Ach so. Und das weißt du auch. Hat er das gebeichtet oder hast du es rausgekriegt? Also das erste Mal hat er es so halb gebeichtet. Ich habe es gehört, dann habe ich ihn angesprochen. Er ist nicht direkt zu mir gekommen, aber er hat es dann halt mir gesagt. Die anderen 2 Male hatte ich das so schon im Gefühl, weil man kennt ja dann auch schon nach 2 Jahren so seinen Freund und dann weiß man ja auch schon, wenn was los ist. Und dann habe ich ihn halt so ein bisschen ausgequetscht und weil ich halt, das Vertrauen war halt unter und dann habe ich ihn halt immer ausgefragt und ja, dann hat er halt die anderen 2 Mal. Waren das denn nur so, ich sag mal nur, so Sexgeschichten oder lief da auch mehr? Das waren jetzt also auch mit, also Sex von mir. Sex, also der war nicht verliebt, sondern es waren das waren Sexgeschichten. Nur Sexgeschichten, So, ja. Und jetzt, wann war das letzte Mal bei ihm? Das letzte Mal vor 4 Monaten. Vor 4 Monaten. Mhm. Aber seitdem überhaupt ist das Vertrauen bei dir erschüttert. Total tot, ja. Total so. Also. Ja, also ich muss sagen, ich kann sagen, ich habe es immer wieder versucht, dann in den Monaten aufzubauen, weil es war immer im Monatabschnitt. Also so ein paar Monate lief das dann wieder, dann ist er wieder fremdgegangen, dann wieder ein paar Monate normal und dann wieder. Mhm. Also ich habe es immer dann wieder versucht beim zweiten, als beim ersten. Warum macht er das denn? Du fragst ihn doch, ihr redet doch darüber. Warum? Ja, klar. Ich weiß nicht warum, weil er sagt zu mir, ja, ich will mich rächen. Na gut, aber das ist ja nun schon ein paar Mal geschehen. Ja, dann habe ich zu ihm gesagt, bei einmal verstehe ich das nur noch, aber nicht bei 3-mal mehr, ne? Eigentlich ist dann mal gut, ne? Klar, und aber er sagt auch zu mir, er möchte sich noch ausleben, was ich jetzt verstehe, weil er ist ja noch jung, ich bin ja auch noch jung. Mhm. Aber dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann soll er mit mir Schluss machen und dann soll er sich dann ausleben, ja? Das wäre eine klare Sache.
Ja, klar. Das ist eine klare Sache. Aber das ist so, er liebt mich total und ich liebe ihn auch total. Und bei mir ist das so, mich macht das aber total kaputt, weil ich habe dann auch kein Selbstwertgefühl mehr. Ja, ja. Und das heißt, wahrscheinlich hast du dann auch ständig Angst, dass es wieder passieren könnte. Ja, genau. Und man wird dann auch sehr misstrauisch. Yeah. Und überlegt die ganze Zeit nach, wo ist er jetzt, was macht er nu und wen trifft er und so weiter. Genau, weil jetzt habe ich schon wieder so ein Problem, weil er viel im Chatroom ist, könnte man sagen. Mhm. Und auch in diesem Chatroom, da kann man halt ganz viele in so einer Liste aufnehmen. Ja. ICQ, vielleicht haben Sie ja schon mal gehört. Ja, ja klar. Ja, genau. Und da hat er fast nur Mädels drin und das ist auch okay für mich, da kann ich ja mit denen unterhalten. Mhm. Also da hat sich auch schon mit ein paar getroffen. Aber so fängt es natürlich an, ne? Von wegen immer nur unterhalten und so, aber irgendwie ist das so die Vorstufe zum Flirten und die Vorsexstufe, ne? Wenn, ich habe ihm schon gesagt, wenn er sich ganz normal unterhält, so, wie geht's dir, was hast du heute gemacht? Ja, aber ja okay. Dabei bleibt es in der Regel eben nicht, das ist ja das Schlimme. Klar. So, klar. Wichtig ist jetzt, er sagt, er liebt dich total. Sagt er. Und du sagst es letztendlich auch noch, dass du ihn eigentlich auch sehr liebst. Aber da ist diese Unsicherheit, das könnte immer wieder passieren, was ich schon auch verstehen kann. Gut, du hast es einmal gemacht, das ist sehr lange her, er hat es einmal gemacht, dann könnte man sagen, okay, das ist jetzt ausgeglichen, das Konto, und nun konzentrieren wir uns wieder auf uns. Sagt er denn irgendwie zu dir, das könnte auch wieder passieren? Weil er sich ja ausleben muss? Also jetzt sagt er zu mir, wenn er was machen würde, dann würde er vorher mit mir Schluss machen. Also er würde vorher mit mir Schluss machen, bevor er wieder was machen würde, hat er zu mir gesagt. Hm. Klingt auch nicht so nett, ne? Ja, klingt nicht nett, aber auch... Schöner wäre, wenn er es gesagt hätte, ja, nicht glaubwürdig oder doch? Ja, nicht mehr glaubwürdig, weil... das hätte er ja auch schon vorher machen können, bevor er die anderen zwei Die schöne Aussage wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, mir ist klar geworden, dass ich dich so sehr lieb habe, ich mache das jetzt nicht mehr und darauf kannst du dich jetzt verlassen und nicht, ich mach Schluss, bevor ich es dann wieder mache. Ja. Vielleicht kann es ja auch sein, Kerstin, dass irgendwie aus eurer Beziehung die Luft raus ist. Von seiner Seite aus. Kann ja sein. Ja, das glaube ich nämlich auch, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass er das drauf anlegt, dass ich Schluss mache. Ich habe das in letzter Zeit, das Gefühl. Und ich habe letztes Mal gesagt zu ihm, ich habe keine Lust mehr und ich will nicht mehr. Und und das wollte er dann aber auch nicht. Ja, also, klar, aber das ist natürlich, so schnell sagt man ja auch nicht ja. Und das muss, ich verbindet ja auch einiges und da ist viel passiert miteinander und... Das ist ja klar, dass er nicht sofort dann ja sagt. Aber wenn du so ein Gefühl hast, meistens täuschen einen so Gefühle, die man so Bauchgefühle, die sind meistens die richtigen Signalgeber. Dann ist da auch irgendwas dran. Also. Ja. Aber wovor ich, also er hat auch zu mir gesagt, er hat Angst davor, eine neue Beziehung anzufangen. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, wenn er mit mir auseinander wäre, dann würde er die Frau nur noch ausnutzen, hat er zu mir gesagt. Ja, sind so Sprüche. Ja, das sind so Sprüche. Ja, glaube ich auch. Ja, das sind alles Sprüche. Die Frage, ich meine, du sollst das Ganze vielleicht jetzt doch nochmal eine Weile beobachten. Gib ihm doch nochmal eine Chance. Oder gib euch nochmal eine Chance. Also wenn du, ich finde die wichtigste Frage ist, wenn du jetzt sagst, ich liebe den schon eigentlich noch sehr. Ja. Ist das so? Ja, total. Total. Pass auf. Ich bin eigentlich süchtig nach ihm. So, dann mach Folgendes. Es ist jetzt alles so passiert, wie es passiert ist, und wir gucken nicht so richtig in sein Herz hinein, was da los ist. Ich bin so ein bisschen skeptisch, aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Ja. Mach es doch so. Du hast ja dann letztendlich auch gar nichts zu verlieren. Ja. Gib euch ganz einfach nochmal eine Chance. Mhm. Versuche ganz so gelassen wie möglich an die Sache ranzugehen und wirf du dich nochmal so richtig in die Beziehung. Sollte wirklich dann nochmal was passieren, dann schmeißt du hin. Gut. Dann musst du hinschmeißen, weil dann ist wirklich das war der I-Punkt dann auf alles. Ja, klar. Vielleicht funktioniert es ja nochmal. Aber man weiß es nicht. Wenn du jetzt nur hin und her grübelst und unsicher bist, machst du dir die Zeit ja auch kaputt. Versuch nochmal ein bisschen so Tabula Rasa zu machen, nochmal einen reinen Tisch und okay, wir fangen nochmal quasi so für dich innerlich nochmal neu an. Kann man natürlich nicht richtig, wenn man immer die Vergangenheit im Hinterkopf hat, ist schon klar. Aber so würde ich es dir raten, mach es. Okay. Mhm. Ja.
Kerstin, ja. Und wo treibt er sich heute rum? Jetzt ist er zu Hause. Jetzt ist er zu Hause. Ich habe ihn noch heute besucht und er wollte mich eigentlich heute auch besuchen. Ah, hast du das denn? Das hatte ich gerade gar nicht so... Valentinstag und so, aber er ist so krank und dann habe ich ihn heute besucht. Achtet das denn eigentlich bei dir auch in so eine, ich sag mal, fast schon so eine hysterische Eifersucht aus? Dass du immer zu... Bei mir, ich bin total eifersüchtig. Und schnüffelst... Aber bei ihm auch. Weil zum Beispiel letztens, Ja? Schnüffelst du auch rum in seinem Handy oder im Ja. Ja, das darfst du auch nicht machen. Du darfst nicht die Sachen machen, die du auch nicht möchtest, die er bei dir macht. So musst du dich verhalten. Das ist immer so der beste Gradmesser. Ja, bei mir ist das schon so weit, ich bin schon so eifersüchtig, dass, weil er hat ja auch so viele Kontakte mit anderen Mädchen und jetzt hat sich letztens bei mir ein Schulkamerad gemeldet. Mhm. Und mit dem habe ich mich jetzt getroffen. Der ist dann zu mir, weil ich habe jetzt eine eigene Wohnung und der ist dann zu mir gekommen. Und wir haben uns zwar nur ganz normal unterhalten, so, aber ich wollte ihm das irgendwo so heimzahlen. Habe ihm das aber nicht erzählt. Aber ich wollte das halt so, ich wollte mal wieder so ein Gefühl haben, dass auch jemand anderes mich mag. Also, so. Verstehe. Dass ich mich nur irgendwie, ja. Versuch die Eifersucht ein bisschen runterzuschrauben. Genau. Das hilft auch nichts. Und schnüffel nicht in seinen Sachen rum. Das kommt nicht gut. Du willst auch nicht, dass er in deinen Sachen schnüffelt. Ja, stimmt. Ja. Liebe Kerstin, in diesem Sinne, alles Gute und viel Glück. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute von uns in der Technik Gudrunhausen. Morgen sind wir ein bisschen später hier im Radio und im Fernsehen, weil ja Großkarneval hier in Köln ist und da gibt es eine Karnevalssitzung, die etwas länger geht. Also wir sind um 12:45 im Radio bei 1 Live, im Fernsehen, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Wieder dann mit einer freien Themensendung. Morgen haben wir keine feste Themensendung, mit einer freien Themensendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und ab 0 Uhr könnt ihr uns natürlich morgen auch wieder erreichen. Macht's gut.